Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hier ist euer Lausbieber und wir spielen Victoria 3. Ich habe es schon angekündigt, dass ich das spielen werde, sobald es rauskommt. Ist heute rausgekommen. Ich glaube, um 19 Uhr habe ich es direkt installiert. Ich habe jetzt auch einmal ganz kurz reingeguckt, ein bisschen so eine halbe Stunde, Stunde mit einer Nation gespielt, dass ich so wenigstens die Grundzüge mitbekommen habe. Und ja, fand ich recht cool. Wir gucken, dass wir eine kleinere Nation spielen, jetzt nicht unbedingt so eine Ein-Mann-Provinz, da geht man so ein bisschen unter. Ich wollte jetzt aber auch nicht Schweden, also was Europäisches spielen. Ich hatte so ein bisschen tendiert zu Sardinien, Piemont, finde ich immer ganz cool. Vor allem, weil ich auch die Vorgänger gerne gespielt habe, Victoria 2, Victoria 1, wenn man das noch kennt. Also das ist ja ältere Generation, die sollte das noch kennen. Ja. Es gibt Erfolge im Spiel und ich sage einfach mal, wir gucken ins Spiel rein. Ja, es gibt den Sandbox-Modus und verschiedene Sachen. Ich würde das Spiel jetzt, glaube ich, weil das doch sich enorm unterscheidet von den anderen Teilen, eins dieser empfohlenen Länder nehmen. Und zwar tendiere ich zu Chile. Fand ich ganz cool. Ja, da hat man so ein bisschen Ruhe vor den Großmächten in Europa, kann aber auch so ein bisschen mit Einwanderung arbeiten. Und ja, würde sagen, wir starten einfach ins Spiel. Der Vorteil ist, das Spiel lernen, das Spiel nimmt dich dann so ein bisschen an die Hand. Und wir nennen das Spiel Lausbieber. Und gucken uns mal an, was uns da erwartet. Also grafisch ist es natürlich zu den anderen Spielen eine absolute Verbesserung. So, wir schreiben das Jahr 1836. José Ycañaripuru ist General von Chile. Die industrielle Revolution hat Schwung aufgenommen und bringt umwälzende soziale Veränderungen mit sich. Mehr als 20 Jahre sind vergangen, seit dem Wiener Kongress Europa einen Anschein in Ordnung überstülpte. Und erneut macht sich Unruhe unter den Großmächten breit. Ihnen obliegt nun die Aufgabe, Chile im Laufe der folgenden Jahrhunderte zu rühmen. Man kann Victoria 3 nicht gewinnen, das ist klar. Stattdessen setzt man sich eigene Ziele und erlebt verschiedene Geschichten. Weiter. Kerngameplay. Das sind wir, Landbevölkerung, und wir haben Einfluss auf diese ganzen Sachen. Genau, ich kann hier steuern. Legen Sie den Maustreiber zu. Legt man. So, dann kann man da, zack, kann man auch weiter gucken. Dann, es gibt Bürokratie, Autorität und Einfluss. Einen kleinen Bonus wird hingegen für die, also quasi, und wenn wir Malus kriegen, zum Beispiel hier, haben wir 15% Steuerverschwendung. Das gibt uns aber in Erlasszeit und es gibt so Geld in der Landeskasse. Wir können das dafür, wir Industrie, Industrie gibt es Bevölkerung, gibt uns Geld. Zack. Das ist das. So, es gibt hier so Linseninterfaces. So, dann klicken wir auf Weiter. Beenden Sie die Spielpause. So, dann läuft das Spiel. Wir gucken mal das Journal. Das Journal. Ein Grundgebäude erweitern und Kapazitätendefizit erheben. So, ein Grundgebäude erweitern, zack. Eine Art, die eigene Wirtschaft wachsen zu lassen, ist der Bau und die Erweiterung von Gebäuden. Man weiß nicht immer im Voraus, ob ein bestimmtes Gebäude profitabel sein wird oder nicht. Doch die Erweiterung von grundlegenden Wirtschaftsgebäuden wäre ein Beispiel. Ist eine relativ sichere. Okay, also wir müssen die Weizenfelder in Santiago bauen. Okay. Wo haben wir Santiago? Hier. Zack. Und
Was haben wir denn hier? Wir haben Werkzeugfabriken hier, wir haben Eisenminen hier und Goldminen, das ist schon mal super. Und wir haben Weizenfelder und Viehhöfe. Die produzieren sogar Wein. So. Also, das ist relativ viel Bevölkerung, die ist leider verarmt. Aber wir bauen jetzt hier ein Weizenfeld, was der sich wünscht. Hier oben habt ihr eine Baukapazität. Und die wünschen sich natürlich ein bisschen Bürokratie. Sag mir wie. Okay. Ja, um ein Defizit, Kapazitäten. Regierungsverwaltung erzeugt. Okay, Regierungsverwaltung. Kann man zum Glück also mal nachlesen. Okay, Warenknappheit, Kriegsschiffe und das. Aber wir machen zumindest Plus, das ist schon mal sehr schön. Und wir bauen auch hier eine Kolonie auf. Die wir dann hier oben abgebildet haben. Was haben wir hier? Oh Gott, das ist Sumpfland. Berge. Also infrastrukturtechnisch wird das Ganze eine Katastrophe werden. Das Einzige, was hier cool wird, wird die Ecke. Also die Provinz sollten wir exzessiv ausbauen. Genau, wir können Handelsrouten benötigen, Konvois. Okay, da brauchen wir quasi einen Hafen. Den Hafen kriegen wir über das Kriegsgebäude, Kriegsschiffe. Und wir brauchen diese Clipper und die Clipper gibt es im Moment nicht. Ihr seht, das sind jetzt schon Zusammenhänge, wo man sagt, okay, ja, ganz viel zu tun. Was haben wir? Wir haben eine Minen. Wir wollen Eisenminen, sind eigentlich super. Weil wir haben Eisen und wir haben Holz und können das verarbeiten zu Werkzeugen und die dann exportieren. Das heißt, wir müssen auch technikmäßig gucken. Ah, da entwickeln sich schon Massenkommunikation. Das will ich aber gar nicht. Mechanische Werkzeuge. Klingt gut. Handfertigung. Okay, und hier kann man zum Beispiel Kohle und braucht dann weniger Arbeiter. Finde ich cool. So, mit wem wollen wir uns denn anfreunden? Bolivien, Peru. Diplomatie. Beziehungen verbessern ist immer super zu Argentinien. Vielleicht können wir uns mit denen verbünden. Und wie lange brauchen die Weizenfelder noch? 34 Wochen. Eroberung der Wüste. Ah, das ist cool, das Spiel an Kapazitäten beruht. Wir sollten dann gucken, dass wir, wenn die Plantagen fertig sind, dass wir dann das Regierungsgebäude hier ausbauen, weil das gibt uns Bürokratie. Oder wir bauen hier Aktenschränke, da brauchen wir aber Papier. Das ist richtig teuer. Wow. Rivalität interessiert mich nicht, brasilianisch
solange es uns einer kann, nicht die Rivalität erklärt. Also wir bauen hier eine Kolonie auch auf. Wie kann ich denn das jetzt sehen? Teures Militär, ist klar. Handelsrouten bewilligen Konvois, inaktive Handelsrouten, Waren zuvor Knappheiten. Okay, da kann man nicht viel dran machen. So, wie kann man denn jetzt nochmal Bürokratie? Okay, also wir müssen dann so ein Verwaltungsgebäude noch bauen. Können wir natürlich auch hier bauen. Da haben wir noch kein Stadtzentrum. Regierungsverwaltung. Verfügbare Arbeiter 37.000 Bauern. Aber das gibt halt Steuerverschwendung, kriegen wir halt mehr Geld. Ich finde es auch cool, wie sowas hier aussieht. Vereinigte Staaten. Vorsichtig, uninteressiert. Argwöhnisch, okay. Kooperativ, das ist cool. Kooperativ, das mag ich. Wir verlieren aber immer mehr Geld und ich weiß nicht warum. Wir kriegen hier Steuern. Wir gucken mal, wenn das Ding Gebäude fertig ist. Aber wenn sie sagen, bau die Weizenfelder, dann bauen wir die Weizenfelder. Ich hätte zwar jetzt lieber natürlich irgendwas hier so Minen gebaut. Was cool ist, wir haben Minen, die uns zwar Geld kosten, 20. Es gibt 40 und dann verarbeiten wir das hier weiter zu Werkzeugen. So, jetzt interessieren mich mal die Handelslinse. Okay, Handelsaktionen, Exporthandelsrouten. Okay, wir müssen mal gucken, wie unser Markt aussieht. Wo haben wir Plus? Gold. Haben wir Plus. So, wenn wir Tuch zum Beispiel verkaufen, das ist nichts wert, billig. Wir könnten aber Tuch natürlich verarbeiten. Ich glaube, wir tun hier genau Tuch herstellen. So, da bin ich jetzt mal hier unten gespannt. 103 Tage waren zuvor. Okay. Handfeuerwaffen, das interessiert mich eigentlich nicht. Warum immer uns aktiven? Okay. Warum importieren wir Getreide? Das ist eigentlich absoluter Müll. Wenn wir selbst herstellen. Also da ist was, wo ich noch ein bisschen hadere mit. Wir gucken jetzt mal die Grunddinge an. Okay, wir kriegen Handelsrouten und das ist der Popverbrauch 224. Okay, und wir stellen her über Weizenfelder 10 und über diese Höfe
Subsistenzhöfe 70. Okay, wir müssen importieren, sonst wird es zu teuer. Also das ist unser Verbrauch. Das Einzige, was wir in rauen Mengen haben, ist Holz. Auch lustig als Andenland. Ein Politiker ist gestorben, okay. Okay, der hat aus dem Politikerring, er ist gestorben. Natürlich hat er sich dann zurückgezogen. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier unten passiert. Weil wir haben, glaube ich, Kontakt, Politik, Produktionslinse. Genau, Kolonie gründen. Wir bauen hier Kolonie schon. Die in 38 Tagen fertig ist und das ist in 11 Wochen fertig. Dann schauen wir mal. Das finde ich cool, so kleine Dörfer. Pferdekarren. 27 Tage. Gründung einer chilenischen Kolonie. Durch herrscherische Eigenschaft Kolonialverwalter. Technik, Drehbank. Führt zu mechanisierte Werkzeuge. Pinwand ist das, was rechts ist. Okay. Gebäudeindustrie. Und da kann man dann noch einstellen. Wird subventioniert. Erntewerkzeuge. Okay, wir können die Produktion signifikant steigern, indem wir jetzt zum Beispiel hier Werkzeuge nehmen. Dann brauchen wir weniger Arbeiter. Und hier können wir. Okay, der Weinberge sind natürlich super, weil die noch ein bisschen mehr Geld in die Kasse spülen. Und da haben wir Burchen, da anreichern oder Wachstum, da brauchen wir Dünger. Okay. Okay. Haben wir jetzt eine Provinz? Wir kolonisieren das. Okay, wir haben ein bisschen Investitionsfonds hier. Also man kann hier oben sehen, ich hoffe, ihr seht das, dass so das dritte von. Okay, Grundgebäude erweitern. Weizenfelder ist nun abgeschlossen. Das Gebäude bietet jetzt mehr Beschäftigten Arbeit und produziert mehr Waren. Sie müssen auch keinen weiteren wöchentlichen Mehrkost an Waren bezahlen, die für die Erweiterung nötig werden. Die Rate, in der man die Erweiterung von Gebäuden in Chile anordnen kann, wird durch den Bausektor beschränkt, den man wiederum genauso erweitern kann wie andere Industrien. Okay, verstanden. Hammer hin. Ungenutzte Bauproduktion. Okay. So, und jetzt gucken wir mal, wie sich das jetzt ausgewirkt hat. Wir machen jetzt mal hier Geschwindigkeit 1. Der Markt auf das. Super. 12,1. Das ist jetzt ein bisschen arm. Ah, die Produktion ist noch nicht ganz. Ah, die müssen wahrscheinlich erstmal Leute einstellen. Ah, ihr seht, es hat alles Zusammenhänge. Wir haben jetzt von
70% nur angestellt. Jetzt gucke ich mal, wenn das dann die nächsten eingestellt werden, ob auch die gezahlten Steuern nach oben gehen. 184. So, können die mal die Leute einstellen? Okay, Produktion. Schlagen wir vor, das sind alles sichere Produktionsmittel, wenn zum Beispiel Herstellung von Obst oder Spirituosen, Entfernung von Werkzeugen. Okay. Also ihr seht, dann kommt, sagt er auch hier genau, klickt das an, öffnen Sie Weizenfelder in Santiago. Gebäude. Anklicken. So. Die grüne Zahl. Wählen Sie eine beliebige Produktionsmethode aus. Okay, dann bräuchten die weniger Arbeiter. Und was haben wir hier? Ackerbau, da kann man nichts ändern. Privatbesitz. Sekundärproduktionsmethode, Grundwertproduktion, Ernteverfahren. Wir stellen Werkzeuge im eigenen Land her. Dann lass uns doch reden. Okay, Drehbank. Cool. Verstanden. Und wir machen jetzt den Ackerbau. Okay, die Bürokratie hat sich ein bisschen was verbessert. Wahrscheinlich, weil wir mehr Ressourcen reinbekommen. Finde ich auch super schön gemacht hier. Okay, wir könnten jetzt über den Investitionsfonds so Politik, Gebäude, wie kriege ich die Bevölkerung hin? Verarmt. Was sehe ich denn, wie viele Leute? Kultur, Bevölkerung, politische Stärke, Beruf. Wie sind denn arbeitslos? Arbeiter, Bauern. Wir haben extrem viele Bauern. Detaillierte Liste. Kapitalisten, Bürokraten, Kleriker, Soldaten. Verarmt. Arbeitslose 3082. Kohleminen oder bauen wir einfach unsere Industrie hier weiter aus, die Eisenminen. So, jetzt könnten wir gucken, wie es aussieht bei Werkzeugen. Wir verbrauchen mehr Werkzeuge. So. Die tun schon das herstellen. Da haben wir nichts. Da brauchen wir Kohle. Wir könnten jetzt zum Beispiel Kohle erforschen, wenn wir den Wasserrohrkessel hätten, um dann das Gebäude zu verbessern. Oder wir bauen hier. Verfügbare Arbeiter 83.000 Bar. Oder eine Goldmine. Die würde Gold bringen. Kostet aber viele Werkzeuge.
Wir bauen die Eisenminen. Okay. Intensiver Ackerbau. Haben wir schon. Okay. Das forschen wir gerade. Okay, jetzt sagt er. Bau abbrechen. So. Jetzt sagt er mir, wir sollen die Werkzeugfabriken erweitern. Dann machen wir das doch. Wir gehen mal ein bisschen danach. Genau, diesen Hochproduktivität, dann steigern wir Werkzeug. Haben die jetzt eigentlich alle eingestellt hier? Immer noch nicht. Wochen. So, wie sieht es hier aus? Regierung. Können wir auch mal reingucken. Grundbesitzer, Zustimmung. Ah, deswegen ist die Bürokratie gesunken, weil wir hier einen Bonus kriegen von den Kleinbürgern. Gibt es hier irgendwelche Gesetze, die man verabschieden könnte? Zensur. Kann man nichts ändern. Da könnte man was ändern. Innere Sicherheit. Da eine Polizei könnten wir machen. Eine Berufspolizei. Finden die Streitkräfte gut? Finden die Kleinbürger gut? Aber die Landbewohner sind dagegen. Da haben wir noch so Amt Nationalgarde. Intellektuellen sind dagegen. Ja, die Intellektuellen will ich eigentlich. Oligarchie, Grundbesitzer waren. So, wie sieht es jetzt hier unten aus? 63 Tage, da gucken wir mal. Ich verstehe noch nicht. Spannung ruhig, Interaktionen. Kolonisieren dieses Land, aber ich weiß nicht, ob man das in irgendeiner Form sieht. Außer da. Siedlungsbemühungen, die von einem kolonisierenden Land auf dem Gebiet der Dezentrale sind eingeleitet werden. Eine angehende Kolonisator braucht die Institution Kolonialamt sowie Interesse an der Staats. Was? Anfangs wurde eine Einzelprovinz übernommen. Angrenzende Provinzen werden mit einer Rate kolonisiert, die vom Kolonialwachstum des Landes abhängig. Dabei entsteht Spannung. Okay. So, 24 Tage. Werkzeugfabriken machen wir. Das machen wir auch gerade. Und. Ja, da haben wir jetzt den Bonus schon wieder verloren. Deswegen haben wir wieder so wenig Steuern. Mist, ich muss ein Verwaltungsgebäude. Oder wir könnten Regierungsgehälter. Zustimmung individuelle Militärgehälter.
Wir haben ordentlich Reserven und unser Investitionsfonds ist auch gut gefüllt. Regierungsgehälter, Kosten von 200. Genau, jetzt haben wir ein bisschen höhere Regierungsgehälter. Ich hoffe, dass sich das auswirkt auf hier. Ah, Bürokratie, uns kosten die Handelsrouten und das Kolonialamt. Können wir gucken, Sozialhilfeleistungen, Bildungszugang, Bekehrung, Dienstleistungen. Okay, wir können also mit der Autorität hier Einberufungsbemühungen. Wir können die Landwirtschaft fördern oder die Rohstoffförderung oder Migration. Finde ich grüß. So, erfordert Einzäunungen, Ressourcen. Na, dann sieht man quasi, wo diese Minen sind. Produktivität, wöchentliche Gehälter, prognostizierte Gewinn. Warum ist das Ding so Müll? Die verbrauchen für 219 und produzieren für 800. Warum machen die denn angeblich miese? Ist der Wert? Ich habe jetzt hier irgendwas passiert. Also das ist irgendwie noch so ein bisschen, wo ich gerade hadere, wie ich denn sehe. Also die sagen hier zwar, Gründung einer chilenischen Kolonie, Fortschritt zum Erhalt einer weiteren Provinz, die nächste Kolonisation war. Okay. Okay, das gibt uns Kolonialverwalter. Ist der, ah, der hat auch noch mal, okay, cool.
eigene. Ah, der ist Herrscher, weswegen die Streitkräfte den mögen. Ja, okay. Das kriegen wir hin. Aktive Eigenschaften, Technologiekosten, Einfluss und das. Die mögen uns alle gerade, die Fraktion. Das ist natürlich mal schön. Und Gesetze könnten wir jetzt eine Monarchie ausrufen? Nein. Machen wir nicht. Wir bleiben eine Präsidialrepublik. Schöner Ausdruck. Walfänger. Da könnten wir Fisch herstellen, dort Kohle, Schwefel, Blei. Das ist schon mal alles super. Die Infrastruktur ist halt niedrig, deswegen müssen wir schnell Eisenbahnen hier bauen. Okay, haben wir jetzt zu viel Reserven angelegt? Oh Mist. Wir müssen Geld ausgeben. Hintergrund, man kann halt nicht unendlich viel Geld anlagern. Deswegen bauen wir jetzt noch. Baue ich jetzt ein Regierungsgehäuse hier? Warum nicht? So, Regierungsverwaltung. Das gibt uns Zugriff und mal Infrastruktur. Mist. Wir machen zu viel Geld gerade. Also mal gucken, was mit der Technik ist. Und das dauert noch. Aber ihr seht auch hier, atmosphärische Dampfmaschine entwickelt sich auch langsam durch diese Technikverbreitung. Raddampfer gibt uns 10% mehr Konvois, das wäre auch nicht schlecht. Wo ist eigentlich unser Militär? Da. Berufssoldaten, Berufssoldaten. Linieninfanterie, Kanonenartillerie, Kavallerieaufklärer, Wundversorgung. Okay. Das sind quasi unsere zwei Garnisonen, die wir haben, und unsere Marine. Oh, super. Also, das Militär ist hier wirklich zweitrangig. So, da bauen wir endlich unseren. Da haben wir auch Kasernen. Haben wir da auch Kasernen? Ah, okay. Okay, in Peru wurde. Das ist mächtig, nicht mehr einflussreich, okay. Hier irgendwas zu kolonisieren oder zu bauen, wird wahrscheinlich auch Katastrophe werden. Oder habe ich jetzt hier schon quasi. Oh, napoleonische Kriegsführung freigeschaltet. Mobile Artillerien, Kasernen, mobile Artillerien, Einberufungszentren, Feldbefestigung und Logistik. Sehr cool.
Okay, und jetzt verbreitet sich auch endlich der Raddampfer. Das heißt, man kommt so nach und nach auch an die Technologien, also man wird nie komplett rückständig sein, das verbreitet sich einfach irgendwann. Und haben wir jetzt hier schon eine Provinz bekommen? Ich muss jetzt hier mal drauf bleiben. Ob sich das jetzt hier die Grenze ein bisschen verschiebt, wenn mir das. Tage. So, die mögen uns hier, das ist schon mal gut. Lebensstandard verringert, nicht gut. So, wir haben viel zu viel von Handelsrouten. Also damit drüber wird halt billiger. So, wir müssten eigentlich hier irgendwie an Dienstleistungen kommen oder Kleidung oder Möbel. So, 46 Tage. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich die Grenze verschiebt. Börsenplatz freigeschaltet, ist schon mal gut. So. Politiker ist gestorben, ja, interessiert mich nicht. Also noch nicht. So. 8 Tage. 7, 6. Paraguay hat Argentinien, okay. Massenkommunikation. So. 2 Tage. Ein Tag. Ah, okay. Also das Gebiet erweitert sich jetzt nach und nach. Das ist natürlich cool. Wahrscheinlich kann es Argentinien auch und alle Länder, die auch hier sind. Da wäre es wahrscheinlich wirklich mal interessant, auch mit Portugal zu spielen. Was? Verleumt eure Artikel? Über die was? Patagonisch? Ignorieren wir ihn. Lebensmodifikator. 5 Jahre. Ja, wir unterdrücken den. Hohe Spannungen waren zuvor Knappheit. Okay, warum mache ich. Richtig gut Geld jetzt hier. Okay, ich habe das Gebäude noch nicht fertig. Warum habe ich jetzt auf einmal so viel? Ein Defizit behoben. Ich kann es gerade nicht sagen. Ach, das ist durch die Forschung wahrscheinlich gewesen. Was haben die denn erforscht gehabt? Das Napoleonische und hier die. Ah, wo war es? Gesellschaft, glaube ich. Börsenplätze. Handelsrouten. Ah, Handelsrouten kosten Bürokratie. Ah, okay. Also seht, wir haben eigentlich. Dann können wir das Gebäude uns nämlich auch sparen. Keiner, der es verkauft. Und das ist schlecht. So, kriegen wir irgendwas davon importiert? Möbel haben wir am wenigsten. Verkaufsaufträge. Das wird von den Höfen hergestellt. Neue Importroute.
Stufe 1, Importmenge. Okay. Was haben wir hier? Ecuador oder Argentinien? Dann importieren wir hier doch aus Großbritannien. Bürokratiekosten 15. Haben wir denn noch 15 übrig? Wahrscheinlich nicht. Also ihr seht, es hängt alles hier zusammen. Wir haben nicht genug Bürokratie, um... Das sind halt diese Zusammenspiele. Wir haben eigentlich genug Geld. Ja. Könnten also hier die Kopfsteuern senken. Ah, gibt mir zu viel. Grundsteuer, Kopfsteuer, Einkommenssteuersatz. Also wir haben genügend Reserven. Wahrscheinlich bauen wir dann noch einen zweiten Bauhof, dass der Bau einfach schneller geht. Weil da können wir nicht viel machen. Kolonialamt. Maximal. Wir können nicht die menüische Bürokratie um die Innovationsstufe. Okay, also wenn wir mehr Bürokratie hätten, könnten wir uns wahrscheinlich mehr oder schneller expandieren. Das kann Argentinien bestimmt auch. Gucken, wie es in der Welt aussieht. Hat sich bis jetzt nicht viel verändert. Portugiesisch Macau. Genau. Werkzeugfabriken bauen wir aus. Die Forschung betreiben wir. Gerade nicht viel zu tun. Die Spannungen sind mir egal. Den Markt kriegen wir nix. Okay, wir haben das Problem, dass wir Gold einlagern. Wir müssen unsere Ausgaben, wir müssen irgendwas noch importieren. So, wir haben jetzt eine Importroute. Ihr seht, unsere Bürokratie ist direkt wieder nach unten. Das heißt, wir bauen dann doch hier dieses Verwaltungsgebäude, weil wir die Verwaltung brauchen für den Import, weil 6% Steuern weniger möchte ich eigentlich nicht. Unsere Einnahmen sind jetzt wieder gesunken. Und jetzt importieren wir aber hier durch Handelsrouten 15. Wir könnten Anwendungen. Ich frage mich, wie man die Handelsroute senkt. Weil wir haben ja jetzt hier viel zu viel. Keine bemerkenswerte Produktion der warmen Getreide, okay. Kann produziert werden innen, kann verbraucht werden, ja, okay. Kaufanträge, Verkaufanträge, Ortspreise, ja. Das ist schön. Ah, ihr seht, monatliche Produktion auf dem unserem Markt direkt gesunken. Von Möbeln. Und da nicht. Das war doch gerade zu sehen. Wir könnten Tuchfabriken eine Manufaktur bauen.
Da brauchen wir nur Tuch als Verbrauch. Und den haben wir ja eigentlich. Da. Aber auch nicht so viel, aber das Zeug ist eh super billig. Da könnten wir hier unten eine Tuchproduktion aufbauen. Prognostizierte Einnahmen pro Woche, super, alles im Minus hier. Genau, Handelszentrum, Migrationsanziehung. Ah, wir haben, ach, mit dem Bausektor, okay, da verbraucht Tuch und Holz. Also die Goldreserven sind enorm. Können wir denn irgendwas noch etatmäßig? Entwicklungen, Bauvorhaben. Bürokratiebesteuerungskapazität. Das wäre gut. Aber wir haben kein Papier. Schauen wir mal. Okay, nee, dann war es das jetzt erstmal für die erste Folge. Ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Deswegen gerne Daumen nach oben, Abo da lassen und ich hoffe, wir werden Chile zur Großmacht führen. Oder zumindest ein gutes Stück dahin. Wir schauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, euer Lausbieber.